Wer gegen das Coronavirus geimpft wird, erhält nach seinem ersten Impftermin auch gleich einen Termin für die Zweitimpfung. Bei vielen Menschen kollidiert genau dieser Termin dann aber mit anderen Plänen, wie zum Beispiel einer Urlaubsreise. Besondere Wunschtermine vergeben die Behörden jedoch nicht, zumindest nicht im Falle eines geplanten Urlaubs. Verschieben können Patienten ihren Impftermin nur bei dringenden, unaufschiebbaren Gründen wie Krankheit oder Jobverpflichtungen. Grund ist, dass der Abstand zwischen der Erst- und Zweitimpfung von der Ständigen Impfkommission fest vorgeschrieben wird. Mediziner Dr. Christoph Specht betont, die Corona-Impfung solle oberste Priorität sein, denn einen Urlaub könne man nachholen. Das Ganze ist ja kein Spaß, sondern ein ernster Kampf gegen die Pandemie. Zudem, so Dr. Specht, gefährde man seinen Impfschutz, wenn man die Zweitimpfung nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit erhält.